Healen ist halt so ein Thema, ne? Gebet der Heilung, I guess. Ich glaube, wir müssen nochmal Gebet der Heilung machen. Das ist ein Upcast. So. Antlitz der Herzlosigkeit. Wendung des Schicksals. Wenn du mit dem Schadenswürfel dieser Waffe höchstens 2 würfelst, so würfel erneut und nimm das neue Ergebnis. Scheitere deine Angriffe, wirkst du dennoch einen Wuchtschaden. Ist doch was für dich? 5 bis 12? 5 bis 12. Ja. Ist einfach straight up stärker. Straight up stärker. Ans Lager senden. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Nicht nur Zeichen des Handelsvisum, Schloss zum Büro. Okay, kann ich das lesen? Ein nicht signiertes Schreiben, das von einem Fälschungsversuch handelt, von wem auch immer es stammt, wollte gesetzeswidrig im Zollhaus handeln. Okay. Jetzt haben wir natürlich jede Menge Gold noch rumliegen. Wenn wir jetzt eh den Typen platt gemacht haben, würde ich auch das Gold mir gönnen. Wo liegt denn das Gold? Das ist Gold. Die Dinger scheinen nichts zu haben. Gold, 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 Gold. Da ist noch Gold. Alter, wie viel Gold hier oben liegt. Holy shit. Stärke. Ich brauche einen Stärkewurf. Kann ich das abbrechen? Kann ich natürlich nicht abbrechen, ne? Das ist keine Rettungshilfe, nur ein Stärkewurf. Ja, und entspannt, ich bin der stärkste Hexenmeister, den ihr jemals gesehen habt. Wie viel Gold habe ich denn jetzt? Mal wieder 1000, oder? Tja, ist ja alles mein Gold. Dauert jetzt einen Moment, Leute. I'm sorry. Dö. Was sind noch Türen? Schloss knacken. Schloss knacken. Lass knacken, Bruder. Wo sind wir denn jetzt? Opulente Truhe. Da sehe ich mich, ja, bin ich ehrlich. Aber die zu knacken wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, oder? Ja, Moment mal, soll das nicht mit Astarion machen? Ja gut, auch wurscht. Astarion hat, glaube ich, plus 10 im Schloss knacken, aber wir machen das immer noch selber. Wir sind ein Halbling. Handschuhe der Kampfmagier macht. Wenn ein Angriffswurf mit einer Waffe einen Zustand bewirkt, erhält der Träger Arkane Sinnesschärfe. Rettungswürfe Stärke plus 1. Hätte ich jetzt mehr drin erwartet, bin ich ehrlich. Da hätte ich jetzt mehr drin erwartet. Sonst ist hier, glaube ich, nichts außer die opulente Truhe halt gewesen. Ja, die muss ich nicht noch knacken, die ist ja direkt daneben. Dann lauf mal außen rum. Shiny. Shiny. Nein, ich wollte nicht mit Astarion reden. Something? Nö, ist alles gut. Danke. Ich will dann doch mal in die Truhen reingucken, weil hier scheint sehr viel Gold zu geben. So, und hier wollten wir eigentlich gerade nochmal hingehen. Was, wenn ich hier hochgehe? Da komme ich in die gleiche Stelle. Hier komme ich in einen Raum, wo ich glaube ich sonst nicht so einfach reinkomme. Weil der Schatten verfluchte Ranken sind.
Frage ist, wie komme ich denn wieder raus? Hier wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um ein Seil zu benutzen, aber ich habe kein... Habe ich noch Seile? Seil? Oh. Carla, geh du mal da runter. Sagen, wenn ihr mir jetzt sagt, dass das anders geht. Okay, die Schwertruhe muss man knacken. Kann ich das nicht einfach angreifen? C. Müsste halt genug Damage machen um und dann 160 auch noch. Das könnte einen Moment dauern. Zweihandaxt. Grüne Farben, Kristallkugel, nichts wert. Selunisches Gebetsbuch, das hebst du mal nur auf. The saloon. We should leave it, unless we need kindling for our campfire. Du bist aber direkt fies hier. Kriegst du direkt mal ins Inventar dafür? I wonder what the next move is. Lesen. Silberne Fäden, verehrte Saloon, unsere holde Maid webt unsere Herzen mit silbernen Fäden zusammen, führt uns mit dem Licht des Mondes und benetzt uns mit euren reinen Tränen. Schatten verhöhnen uns, erhört unser Gebet, Schatten verfolgen uns, erhört unser Gebet, Schatten verhöhnen uns. Oh, wenn es um Religion geht, ey, da bin ich direkt am Einschlafen. Und mir übrigens in den Vorlesungen auch leider immer so. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt da. Also sobald in der Vorlesung so ein Prof Dinge vorgetragen hat, die mir nicht ganz so wichtig waren, hat mich das sehr in Schlaf gelullt. Saloon mit eurem strahlenden Licht, heilt unser Herzen und Fäden aus Silber, lindert unsere Schmerzen mit Morgentau und wiegt unsere Seelen in sanften Sternenglanz. Don't burn yourself. Du kommst da gar nicht wieder raus, oder? Was hast du jetzt für eine coole Axt gefunden? 5 bis 16. Das hat nur eine plus 1. Die habe ich halt so oder so schon. Ja. Oh. Wie kommst du jetzt da wieder raus? Ich glaube, sonst ist hier nicht viel drin. Nicht erreichbar? Am Arsch. An die Vase komme ich hier ran angeblich. Okay. Und die Schalen sind was wert. Die nehmen wir mit. Nicht erreichbar? Am Arsch. Ach, Spiel. Manchmal machst du mich fertig. Und? Frage ist trotzdem noch, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich habe viel in meinem Kopf und, well, in it. Breathe deep and move. Wir müssen mal versuchen, irgendwas da zu testen. Still alive, so that's progress. Kann ich damit zum Beispiel? Nope. Damit geht's nicht. What's next? Blutgeld. Schlage gierig zu und bewirke zusätzlich 3 Stichschaden pro 300 Gold, die das Ziel besitzt. Ach so, ja. Deswegen war ich so schnell down, weil ich halt Gold hatte. Ja. Pulsstopper. Ich wollte aber eigentlich damit. Nee, das kriege ich wohl nicht durch, ne? Also nicht mit, wenn ich nicht irgendwelche Bombensachen reinhole. Das heißt, du musst hier einfach wieder raushüpfen. War ein bisschen doof. No one back home will ever believe this. Gut. Also hier Tafel. Was ist hier an der Tafel eigentlich? Seized inventory. Best be on my way. Ah, verdammt, ich wollte aber noch rein wegen der Truhe. Oh, dammit. Ich wollte aber noch rein wegen der Truhe. Oh, Schlüssel zum Zollhaus Angestellten.
Ja, was uns nicht viel bringt, weil das ja zugewuchert ist und nicht zugeschlossen ist. Was? Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn anzünden. Einfach an die Wand gestellt, das Ding. Nicht erreichbar? Warum ist denn hier angebliche Sachen nicht erreichbar? Okay. Das Gefühl, das Spiel backt ein bisschen. Ein bisschen durch die Gegend. Ein bisschen Boogie-Boog. Oh, opulente Truhe. Opulente Truhe nehme ich gerne mit. Nehme ich alles mit. Meins. So, aber da ist ja gerade um das hier um. Okay. Never a dull moment. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Watch your back. Wahrnehmung fehlgeschlagen. I'm ready. Kann ich mir die göttliche Führung selber geben? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Ja. Rip. Schlossknacker. 30. Also wenn das einer kann, dann nur Astarion. Weil der hat nämlich ein bisschen Plus. 11 bis 14, also wir haben irgendwie eine. Was haben wir? Eine 5 bis 20% Chance, das zu schaffen. Bin ich gespannt. Nope, nicht so. Nope, nicht so. Wir müssen schon irgendwie so 17, 18, 19, 20 würfeln. Oder einfach direkt die 20, was ja immer ein Erfolg ist. Nice. Das ist natürlich die einzige Option, wie es immer geht. Let's get going. Das war. Okay. What? The fuck? Ist jemand eingesperrt? Boden. Mit Wasser allerdings. What path lies before me? Fuck, wer bist du? Ich erreiche. Das ist jetzt nicht erreichbar daran. Ich war doch gerade da drin. Okay, das Licht macht Schwierigkeiten, nicht erreichbar. Ich stehe neben dem Ding. Steht nicht schwer auf dem. Okay. Soll man wohl nicht mit interagieren, I guess. Mir nicht ganz klar, warum das jetzt so schwer war. Hä? Wait a second, wir reloaden. Ihr macht irgendwas, irgendeinen Quatsch. Der weiß nicht mehr richtig, wann wir was erreichen können und wann nicht. Ich glaube, das Spiel schon wird synchronisiert. Oh, du hast keine Schuhe mehr an sich. Ups. Ja, Schatten, du musstest barfuß laufen. Ist leider so. Ich würde gerne reloaden. Darf ich nicht. Weil das hier synchronisiert, darf ich nicht reloaden. Ach, Spiel. Ich darf doch hoffentlich den lokalen Spielstand laden, während du den hochlädst. Das wäre schon ganz gut, wenn das klappen würde. Nicht erreichbar, als ob. Okay. Ich starte das Spiel mal neu. In der Hoffnung, dass sich das dann wieder eingependelt hat. Ich habe gerade eine Benachrichtigung im Discord bekommen, deswegen bin ich irritiert. Achso, das ist nur die Erinnerung für nächste Runde, nächste Woche, die. Dafür war das. Ich will es jetzt nicht aktualisieren, danke.
GOG wäre smart, wenn du dich einfach aktualisierst, wenn man dich startet. Dann könnte man das nicht verhindern, dich zu aktualisieren. Spielen. Ich habe jemanden auf der Freundesliste, der hat vor 23 Tagen das letzte Mal Baldur's Gate gespielt, hat aber trotzdem insgesamt 8 Stunden Baldur's Gate. Mich wundert, dass man 8 Stunden spielt, gefühlt dann am Stück und dann nie wieder reinguckt in das Spiel. Also, wundert mich wirklich. So, hat das alles funktioniert mit OBS? Yes. Weiter. Das ist ein bisschen der falsche Ladebildschirm. Da waren wir schon. Wobei diese Orangenpilze haben nie geleuchtet, ne? Auch wenn die hier in dem Artwork leuchten. Die Orangenpilze sind einfach nur orange und anwesend. Das blaue Leuchten erinnere ich mich, aber das orange nicht. Das wäre viel cooler gewesen, tatsächlich, mit ein bisschen Abwechslung, also ein bisschen orange leuchten, ein bisschen blau leuchten. Das kommt eher hin. Da sind wir auf dem Weg hin. Zur Scharstadt. Ich hätte vielleicht doch einen Gnomen spielen sollen, einfach nur damit ich dann Dunkelsicht habe. Okay, das ist einfach nur nicht öffnenbar für mich. Making me sweat. Für niemanden. Keine Ahnung. Okay. Ist wohl kaputt. Ich habe versucht zu looten. Bin ehrlich. Ich habe es versucht. Reisetruhe. Und Sachen zum Herstellen. Trank des Fliegens. Rascher Rückzug. Holzkoffer ist nicht so spannend. Irgendwo liegen noch weit, weit weg 12 Gold, die ich aus irgendeinem Grund sehe. Spannend. Hallo. Da haben wir jetzt den Schlüssel des Zollhausangestellten benutzt. Ist auch noch eine opulente Truhe. Ne, das ist die, die wir schon hatten. Okay, sind einmal rumgelaufen. Okay, okay, okay. Da liegen 12 Gold. Wo komme ich denn da ran? Ich kann nach unten gehen, ne? Da war ich noch gar nicht. Oh, da komme ich ran. Okay. Gehen wir mal nach unten hier, ne? Ein Shiny. Oh, ein Shiny. Ich bin jetzt überladen, weil ich zu viel Gold habe. Ach du Scheiße. Nach Gewicht sortieren. Ja, Gewicht ist mein zweitheftigstes. Neben sowas wie Goldbahnen. Hat mir nicht so viel gebracht, sind wir ehrlich. Hier Laute darf auch Schattenherz haben. Ich glaube, die will ich nicht mehr wirklich benutzen. Kann Karlach haben, kann auch Karlach haben. Also wie die hier. Ich habe halt echt 8 Kilo Gold dabei, ne? Das ist schon eine Menge, sind wir ehrlich. Und eine Spieluhr. Anlager senden. Vor allem tonnenweise Briefe. Aber ich glaube, es war wirklich das Gold, das mich jetzt überladen hat, lustigerweise. Hier ist noch ein Raum, den ich nicht aufgemacht habe. Okay. Von innen blockiert. Gibt es denn einen anderen Eingang dahin? Sieht nicht so aus, erstmal. Ugh. Oh, Moment, da ist ein Wegpunkt. Den Wegpunkt würde ich noch ganz gerne aktivieren. Türme des Mondaufgangs. Das ist der Wegpunkt für Türme des Mondaufgangs?
Oh. Finde heraus, wo in den Türmen des Mondausgangs die Tieflinge festgehalten werden. Wir sind jetzt schon in den Türmen des Mondausgangs. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Muss ich mal so sagen. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Okay, wieso ist der eine Raum hier gesperrt? Open up. Hol's dich. Wir nehmen nicht den ganzen Quatsch mit. Schreiben eines Zollinspektors. Achso, wir müssen übrigens auch mal wieder das hier herstellen, ne? So Suspensionen und so. Das ist, glaube ich, auch Sachen, die dann Gewicht wegnehmen. Salz, Abgrundkriechersalz. Habe ich da nicht alle gemacht? Sublimate, Zunge des Wahnsinns, Sublimat. Hm. Gut. Beschichtung Graugift, schlichtes Gift, ich kann Granaten herstellen. Ne, kann ich nicht. Xiere kann ich herstellen. Waldwiesenmarke, bisschen zum Hohenpriester begehrt. Ich müsste eigentlich dabei schon, was die machen. Resistenz nekrotisch. Kolossus. Ich vermute mal. Ups. Falsche Taste. Larvenelixier. Was macht denn das Larvenelixier? Stell mal eins her. Das ist hier der Rinderhaut, der Bosheit. Kontinuierung. Trank des Federfalls, Gegengift. Trank der mächtigen Heilung, da brauche ich die Balsamasche. Habe ich nicht. Aber glaube ich, hat noch ein paar Kilo reduziert. Was? Thaianische Transportkiste. All the way from Thay. Silks from Cormyr, it says. Empty though. Schreiben eines Zollinspektors. Fürzu zieht wieder seine alten Tricks durch diese verdammte Ratte, wollte vorbei segeln, ohne Zoll zu zahlen. Diesmal war es ein halbes Dutzend Kisten. Als ob wir eine so große Lieferung übersehen würden, bringen sie zur Asservatenkammer und keinen Unfug mit damit treiben. Wir haben erst vor wenigen Tagen zwei Kelche beschlagnahmt, einen aus Silber und einen aus Gold. Aber sie scheinen Beine bekommen zu haben und sind verschwunden. Merkwürdig, oder? Ich will niemanden beschuldigen, aber wenn diese Kelche nicht bald wieder auftauchen, wird Garingrod Antworten fordern. Und sie wird zuerst euch fragen. She's from the Dalelands. Or what's left of it. Hm. Hier sind also die Anlieferungen reingekommen. Okay. Hier ist alles geklaut worden. Will ich hier runter? Nee, das ist Abgrund. Da will ich, glaube ich, nicht rein, ne? Tendenziell. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt doch nochmal da oben knacken gehen. Moment. Da ist noch eine Tür. Hallo. Wieso haben wir denn hier noch nicht drin? That's curious. Morsche Bodenbretter. Wie ich nicht angegriffen habe damit. Ich nicht so smart bin. Bodenbretter kaputt gehauen. Kommen wir nämlich jetzt unten in den Raum rein, wo wir sonst nicht reingekommen wären, ne? Oh, noch ein Eisenrankenschild. Das haben wir auf Lesel gehabt, das war sehr nützlich. Hier also nochmal Mantel. Hauptbuch des Zollhauses. Ein offizielles Register von Händlern und Waren, die durch Raidwind kommen. So wie der jeweils einbehaltene Zoll nach Datum sortiert. Die Einträge sind in klarer Schrift geschrieben und jede Seite ist mit einem Wachsiegel mit dem Stab GT versehen. Je weiter das Register fortschreitet, desto dramatisch schöner die Anzahl der registrierten Händler und damit auch der kassierte Zoll. Er wird es, glaube ich, nicht mitnehmen. Er hat aber sich eine Statue machen lassen. What the fuck? Die echt von sich selbst in der Goldrüstung eine Statue machen lassen. Was zum Geier.
Mark mit Staubwedel. Ja, wir sollen so ein Bild haben. Die ist nicht erreichbar, nervt mich ein bisschen. Schweres Buch. In der Wand hängt eine Meerlandschaft, die bei mir in der Arbeit häufig ins Auge springt. Erstaunlich, dass Geringschutz und Dekoration für ihr Zauber ausgesucht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass sie Natur, Schönheit, Kunst zu schätzen weiß. Nur das kalte Klimper von Goldmünzen. Eines Tages, wenn ich meine Schuld abgearbeitet habe, werde ich zur Küste reisen. Zweimal tief einatmen und Raidwind für immer vergessen. Okay, irgendwas scheint es also mit dem Landschaftsbild noch auf sich zu haben wahrscheinlich. Porträt des Handelsmeisters. Falsch, ich wollte O drücken, nicht I. 7 TP liegen, ja geil. Aua. Ich will O wieder ausmachen. Kann ich jetzt das von innen? Oh. Karlach. I need you, girl. Oder wir nehmen einfach den Knopf, das ist die einfache Variante wahrscheinlich. Ist aber nur ein Ausgang. Ist kein richtiger Eingang. Sag mal, Karlach, bist du stark genug, das Ding zu bewegen? Nee, ne? Dann habe ich nichts gesagt. Irgendwelche Klamotten, Truhen. Oh. In den Truhen können Zaubersachen drin sein. Holy shit. Die sind sonst immer nutzlos. Holztruhe. Diebeswerkzeug, ja gut. Goldene Truhe. Fall hier Astarion. Astarion, das Gold nehme ich. Ja. Notizen kann ich jetzt nicht lesen. Hm. Okay, das war's glaube ich schon. Und das Knöpfchen haben wir bedient. Müssen wir jetzt die anderen wieder abholen gehen, oder was? Hä? Wo komme ich denn jetzt hin? Wie komme ich jetzt wieder weg? Ich will nicht da runterspringen. Sag mir nicht, das ist nicht gedacht für Halblinge. Du kommst da hoch, oder? Yo. Ach, scheiße. Ich komme doch nicht da hoch. Ohne meinen Nebelschritt, den ich wohl dann benutzen muss. Time to press ahead. Forget it. It's blocked from behind. Hüpfen Sie bitte hier hoch, Madame. Still breathing, despite everything. Jetzt muss ich die oben wieder einsammeln, wa? Best be on my way. Damit die wieder mit runterkommen. Ne, manchmal, das war hier auf der Höhe. Hä? Hey, warum? Da muss ich aber auch nochmal rein zum Knacken. Wahrscheinlich am besten Astarion knacken lassen. Hallo, ihr beiden da? Was macht ihr da am Fenster? Geht's gut? Ah ja, sehr schön. Jetzt haben wir das verstanden. So, müssen wir Astarion nochmal hier reinhüpfen. Ich brauche jemanden, der das Ding knacken kann. Ja, komm mal her, mein Freund, komm mal her. Schaffst du schon. Guck mal, bist nicht mal hingelegt.
Hast dich nicht mal hingelegt. Schloss knacken. Let's do this. Passt. So, was ist jetzt da drin? Leidenschaftlich machen, wenn du Feuerschaden durch eine andere Kreatur leistest, erhältst du 2 Züge lang Hitze. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Fühlt sich für meine Begriffe nicht so geil an. What to do? Swift as my feet can carry me. Ich glaube, ich habe jetzt das Haus hier ziemlich fertig erkundet, denke ich. Das tolle Haus. Gibt's noch ein paar Sachen, die man theoretisch looten könnte? Oder irgendwie Gläser zum Mitnehmen oder sowas? Oder Glaskelch, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Wollen wir als nächstes hingehen? Wir sind hier Zoll, Türme von Mondaufgang. Strafe des Böse, das Buch, also Westen. Die Richtung. Muss ich raus. So, wir waren mitten in. Ja, lol, das Tageslichtkugel ist immer noch da. Die hält ja ewig. Hält ja absolut ewig. Hat weniger Effekt gehabt, als ich gehofft hätte übrigens. So. Ich gehe aber mal kurz für kleine Bands. Und wir gehen noch eine Runde rein. Wir haben ein bisschen sehr ins... Dass jemand danced, wenn nichts zu tun, das ist lustig. Genau, wir wollten da nach Westen weiter erkunden. Ein paar Ressourcen habe ich noch. Bei ihr nicht mehr so viele, da habe ich nur einen Stufe 4 Zauberplatz noch. Bei dir auch nicht mehr. Ich werde eigentlich jetzt keine lange Rast machen. Wir speichern mal lieber nochmal. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert. Ich bin übel paranoid gerade, aber whatever. Heiler. Rithwin House of Healing. Presiding Surgeon. Malus Thorm. Der heißt auch wieder Thorm. Warte mal, die heißen alle Thorm. Die Tante vom Zollhaus ist auch gerade Thorm. Das ist ja die Thorm-Familie, die hier alles unter Kontrolle hat, oder was? Finde ich das auch richtig. Und mir ist auf dem Klo aufgefallen, was viel smarter wäre. Stapelteilen. Ja, so ungefähr die Hälfte. Wir schicken einfach mal die Hälfte ans Lager. Können eigentlich nochmal die Hälfte nehmen. Aber so 2000 reicht ja für viele Dinge. Also für wirklich die meisten Sachen. Jetzt haben wir einfach 6 Kilo weniger an Gold dabei. Das ist ja auch schon viel gewonnen. Hello. What can I do for you? Die Klappe halten. Was hier? Rithwin House of Healing. Achso, das ist gleich. Presiding Surgeon, Malus Thorm. Knochenhaufen. Jetzt einfach nur hoch, oder? Bin irgendwie auf dem Friedhof, glaube ich, von Rithwin. Getrommelt. Fork. Okay. Let's move. Da wird irgendwie eine Party gefeiert. Mehr Empathie, als mir lieb sein kann, wenn ich es mal so sehe. Mehr Party, als mir lieb sein kann. Dark Justicius, who fell long ago in service of Shah and Catherick Thorn. Tür öffnen. Jede Menge Rotkappen. Nehmen wir mit. Weiß nicht, wofür ich die brauche. Ob ich die für Heiltrank oder sowas benutzen kann. Einsammeln. Einfach einen Haufen Rotkappen. Auch eine gute Option.
Veterinärsnotiz. So, Veterinärsnotiz ist oben auf dem Buch durchgestrichen. Darunter steht Fleischertrag. Aha, gesund. Ist durchgestrichen. Geschlachtet. Geschlachtet, geschlachtet. Geliefert an Nahrungsmittelgeschäft im Haus der Heilung. 118 Stein. Okay, hier gab es wohl mal Ochsen. Die wurden aber ans Haus der Heilung geliefert, ein Gaze. Have a lot on my mind and, well, in it. Gehen wir hier rein. Silbermondbrennerei. Achso, da haben wir auch schon gehört von der Silbermondbrennerei. Da gab es auch Sachen, die hier irgendwie geliefert wurden und so. Huch, nee, gib her. Vorräte. Alles wieder Vorräte. Sehr schön. Okay. Ich will noch was trinken, irgendwas. Okay, das sind irgendwelche Geister oder was? Bestraftes Böse. Guten Tag. Verseuchter Schausteller. Wie geht's denn dir? One day I'll get there. One day. Also, das ist eine Bühne. Was macht ihr da auf der Bühne? Isn't it obvious? I stand on a stage. Pretending. Seid ihr ein Schauspieler? Wie seid ihr denn hier gelandet? I was performing and then the lights went out. Ach, sieht ja eklig aus. I'm waiting for the curtain call. Chisobalturm. Hallo. Du bist der Barkeeper, I guess. Du bist auch wieder mit dem Turm-Dude verwandt. Die Familie ist ein bisschen eklig und schräg. Ich weiß nicht, was von dir was trinken will. Ich glaube nicht. Was bei neun Höhen seid ihr? Was schenkt ihr da aus? Danke, aber ich habe vorhin schon Wein getrunken. Was schenkt ihr da aus? Only the best. Vivian and beyond. Go on. Cheers. Bottoms up! Donuts! I've seen some grotesques in my time, but this is something else. Den Krug nehmen. Nein, ich werde nicht trinken, dann werden wir sowieso fighten müssen. Mal sehen, ob wir den Krug nehmen. You can see how the creature's skin barely holds it together. The bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open. Oh, gods. I do not want whatever's inside that guy all over me. Go on, drink. Make it drink. Be drunk. You and I both. To our good health. Vorgeben zu trinken, mit dem Bauern trinken. Mehr vorgeben zu trinken, besser. Aber es ist halt wahrscheinlich schwerer. Ich hätte gerne Inspiration benutzt. Ich würde wirklich gerne nur vorgeben zu trinken und das sollte am besten klappen. Please. Ach komm schon! Oh no. Ach, es wird ja nur schlimmer! Nächstes noch eine 1 oder was? Nehmen hier alles. Wir nehmen hier alles. Komm schon! Nee. Es sollte nicht sein. Oh doch, es klappt. Nee, klappt nicht. Es war schon affordiert. Hä? Bei meinem plus 3 gekriegt, sind wir 15 geblieben. Ist egal. Es hat nicht geklappt. Not a single drop swallowed. You must think me a right fool. You will regret.
Ja, ich hab's vermutet. Ziel ist zu nah. Aber ich vermute, dass der da richtig reinhauen wird, aber da ist noch was Nächstes dran. Taub. Gas Redux. Machen wir mal eine Runde Kampfrausch. Kümmern wir erstmal darum hier. Ich glaube, mein Hauptcharakter ist wahrscheinlich direkt gleich wieder dead. So ein Gefühl. Immun gegen Blutung. Okay. Kann glaube ich nichts Sinnvolles machen, um da. Also, ich könnte natürlich mit Astarion hingehen und versuchen zu tanken, aber das ist ja noch schlimmer. Oder ähnlich schlimm. So rum. Deswegen bringen wir erstmal, glaube ich, den hier um. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, mein Charakter könnte direkt dead sein. Mein guter Hexenmeister. Eigentlich getroffen. Weil wir schon mehr als einmal ankäufen können. Haha, ein tropischer Schutz, zum Glück. Ja. Wir haben einen Stufe 4 Slot, ne? Und kein Stufe 3 Slot. Aber du bist doch untot, oder? Jo, du bist untot. Dann Untote vertreiben. Ist aber nur einer. Ja, ist halt nur einer. Untote vertreiben. Hat er geschafft. Ja, fuck. Wenn ich das jetzt machen würde, würde ich es auf Stufe 4 machen. Die Zeuge der Höhe sind das Original, erhält die Waffe 8 Trefferpunkte und bewirkt sich einen. Ja, okay, macht mehr Energieschaden. Hat er jetzt 28 Punkte und mehr Energieschaden. Okay, cool. Ist der irgendwelche Resistenzen? Hieb, Stich und Wuchtresistenz. Schallresistenz auch. Wir können ihn physisch gar nicht angreifen. Das ist beschissen. Mein Psychoresistenz hast du auch? Ne, Schall. Psycho nicht. Stille, langsam. Waffenschaden ist magisch. Kälte und Säure wäre auch okay. Oder wir machen halt einfach nur Passivwert wieder an und versuchen das mal wegzuschieben. Geht, nice. Damit wir mal nicht mehr so viel tanken müssen. Der hat 300 HP, oh, holy shit. Der wird eine Weile brauchen. Sind wir ehrlich. Da werden wir ein Momentchen brauchen. Muss ein Futter gegen das Ziel sein, dann halt dich. Kritischer Fehlschlag. Ja, RIP. Hat nicht funktioniert. Hau ihn! Null. Ach so, scheiße, ja, der physische Schaden und so. Ja, du kannst ja gar nichts gegen ihn machen und er hat 300. Uah, der hat gerade mit dem Bauch gerülpst. Au. Er hat irgendwie über 20 Damage gemacht dabei. Schade. Schade. Zweimal hat es nicht funktioniert. Da machen wir mal den Hunger von Hadar und hoffen, dass das Damage macht. Ey. Du machst Energie, du sollst das angreifen, da du Energie-Damage machst.
Das könnte uns ganz schön rippen jetzt. Okay, du brauchst auch nicht versuchen, ihn anzugreifen. Tatsächlich. Der Schockgriff wäre das Einzige. Der Angriff Fernkampf, wie hier mit einem HP überlebt. Das ist irgendwas, was ich nicht ganz verstehe. Warum dürfen die mit einem HP überleben? Blind, Hunger von halt klar, bedroht, ungesiegt, Gelegenheitsangriff. Okay, aus irgendeinem Grund dürfen Zombies mit einem HP überleben und ich weiß nicht warum. Fuck yes. Das ist mir nicht ganz klar. Oh shit, du hast keinen Heiltrank mehr. Oh oh. Ja. Habt ihr eine Giftresistenz? Nee, ne? Öl der Verkleinerung, Wyverngift. Jetzt haust ihn halt doch. Nope, hast fehlgeschlagen. Aber du bist blind, ne? Du kannst also gar keinen. Dann geh ich, glaube ich, mal weg. Mit ihr auch. Kälteflux. Eisspein, virtuelle Waffe. Ach, 27? Der ist resistent gegen Gifthalluzinationen. Aha. Heilige Flamme. 84%. Wird der Geld dabei haben? Ja, das hilft aber nichts. Oh, jetzt macht er Feuer. Je nachdem, womit ich ihn angreife. Das war jetzt heiliges Feuer quasi. Oh shit. Schwierig. Moment, aber ich gehe mal hier hin, um ihn wieder in den Hunger von Hadar reinzuschieben. Damit er wieder da hinten ist. Das Ding ist nämlich direkt sowieso geflappt worden. Schöne Tipp. Ja, dann haust du den mal. So lebt denn das Ding eigentlich noch, die Gifthalluzination? Weil die einfach mehrfach leben darf? Resistenz gegen Giftschaden hatten wir jetzt nicht mehr. Hallo. Feuer, fauliger Reflux. Das ist irgendwie wieder auf das Normale. Vollnes Schattenherz. Schattenherz ist dead. Ich habe das Gefühl, ich werde hier Schwierigkeiten kriegen. Sind wir ehrlich. Au. Sie wurde halt auch geslappt dafür. Ich sage, als ob der wieder überlebt hat. Das darf ich jetzt nicht mehr. So. Mit vorbereiten. Und rücksichtslosen Angriff. Und halt noch einen. Immun gegen Wyverngift. Du bist jetzt gegen Gift immun. Du hast echt eine Immunität gegen Gift. So eine Scheiße. Sportbonusaktion. Habe ich noch nie benutzt. Ich glaube, jetzt ist Astarion dead. Der Hauptangriff ist sogar kind of okay. Todesrettungswürfe erfolgreich. Das ist eine Aktion, wenn ich das jemandem zuwerfe, ne? Wenn ich hier sage, das und werfen, das ist eine Aktion, oder? Ja.
Leider Gottes ist das eine Aktion. Elixier der Wachsamkeit, Elixier der Engelspause. Nee. Verteilen uns nur noch ein Stück. Ja, du kannst aber eh nicht mehr so viel tun, sehe ich gerade. Shit. Nicht genügend Ressourcen, Aktionen. Kann sich nur daneben stellen, um Meatshield zu sein. Und den Leute abzulenken. Ja, das macht halt. Fauliger Redux. So, wir verteilen uns. Can you please just die? Dankeschön. Wir sind bei nicht mal ganz der Hälfte. Nicht auf mich, nein! Alter Schwede, 29 ist er einfach. Resistenz bei Rettungswürfen. Da müsst ihr aber rangehen. Ja, du machst 5 bis 12 plus Säure. Feuer, heilige Flamme. Ja, aber das Hauen macht halt kaum Damage. Doch, macht's. Er hat keine Resistenzen mehr. Oh! Ich würde aber trotzdem gerne dich wieder wegmachen. Gegen den Hunger von Hadar. Du hast es richtig gefressen dadurch. Das ist nice. Was kann ich hier noch machen? Nekrotischen Schaden. Da kann ich mich ein bisschen heilen. Dunkelheit, Linderung, Freiheit von Zuständen, Eises, Feuer, vielen Ziele, rollender Donner, Linderung, Dunkelheit. Ja, dann heilen wir uns halt noch ein bisschen dabei, oder? Würde ich sagen. Ansonsten Arkaninterferenz. Nice. Ich bin eh schon im Vorteil, ne? Weil der blind ist. Können wir ihn einfach komplett verprügeln gerade. Der hat richtig viel Damage gekriegt. Und der Hunger von der Dane gefinished. Holy fuck. Wieso pupst der beim Sterben? Mach mal den Hunger weg. Genutzte Schlüssel, Wyvernstache, Wimmelpilz, Messing, Beinkaraffe. Kann man, glaube ich, alles gebrauchen. Eieieiei, das war ja wieder ein Fight hier. Was ist hier? Bestraft das Böse, findet das Buch. Verseuchter Gast. Verseuchtes Dorf. Rattenschläge, Schattenwurzsack. Lose Planken. Madelines Hauptbuch. Lesen. Im Kopf jeder Seite stehen die Worte zu Händen der Dunklen ist dieser Natascha. Dies ist ein Auszug aus der letzten Seite, Tag 15 morgens. Behauptet, Kashi würde die Türme des Motorfangs so lange nicht halten können. Abends, ich meine, der Kage hat sich beschwert, dass die die bequemsten Arbeiten kriegen würden. Catherine Thorm ist das doch, oder? Und die anderen Thorms. Nachts, Mark Jacobs, Benjamin Benson haben Witze über die Thorms gerissen, besonders über Herrn Catherine. Er sei ein Miesepeter und jammernder Sack. Haben spekuliert, worauf seine Frau gestanden wäre. Ich weiß, Mark und Bens Worte waren einfach fürchterlich. Herr Natascha, aber sie sind mit meine besten Freunde und ich habe sie noch nie so reden gehört. Sie sind verärgert, weil ihr Lohn gekürzt wird. Und
war nur Mitternacht betrunken, als ich sie je erlebt habe. Ich weiß, es sieht übel aus, aber Hand aufs Herz, ihr habt noch nie jemanden gekannt, der unserer Dame so ergeben war wie diese beiden Burschen, das schwöre ich euch. Darunter steht eine andere, elegantere Schrift, unsere Herrin des Verlusts wäre stolz auf euch, Madeline. Macht euch keine Sorgen wegen Mark und Benjamin, ich werde mich mit euch zwei Burschen einfach mal unterhalten, versprochen. Wir haben das Buch bekommen, Straf des Böse. Hebt den Schattenfluch auf. Straf des Böse. Der Gewesene will Gerechtigkeit für die Opfer eines Mörders. Wir haben das Buch gefunden. Wir sollten es dem Gewesenen bringen. Das ist der Typ in meiner... In meinem... Der alte Untote, ne? Bei mir. Angriffe gegen Tiere sind im Vorteil. Achso, Moment, wir sollten auch hier gucken, was ist das Larven-Elixier? Das erhaltet psionische Schwächung und psionische Bereicherung, ersetzt das aktive Elixier. Psionische Schwächung und psionische Bereicherung. Die betroffene Kreatur ist bei Konsum weißer und hat einen Nachteil. Ersetzt bei Konsum defekte Elixiere. Nach dem Einsetzen einer Larvenkraft ist die betroffene Kreatur 3 Runden lang bei allen Angriffen im Vorteil. Aha. Du müsstest es aber im Kampf einsetzen können, sonst ist es ja irgendwie Quatsch. Might be useful. Halt, bevor wir jetzt irgendwo hingehen, wir sind völlig am Sack, wir machen jetzt erstmal eine lange Rast. Bevor wir jetzt irgendwas machen, wir sind richtig am Sack, wir machen jetzt erstmal eine lange Rast. Ein bisschen mit... Sollten wahrscheinlich auch noch ein paar Heiltränke verteilen, zum Beispiel von denen hier, Stapel teilen, bestätigen. Und den teilen wir nochmal, bestätigen. Und an Karlach schicken wir da was und wir schicken auch noch was an Schattenherz, damit die sich wieder ein bisschen heilen können, wenn sie mal die Benötigung haben. Wo ist denn jetzt der ewige Dude, Dude? Steht, der steht immer ein bisschen abseits, oder? Da. I want to have a word. Was ist mit dir? I don't believe it. They can't be. Breathe, child. Resist not the winds of change. Let them carry thee. No. No! Oh, shit. Listen. Dost thou not hear it? Where creation meets ruin. Where morning meets midnight. The root of all being. Und so weißt er jetzt die kleine Magie, was? Weil sie so eine besondere Magie hat. I can't. Die hatten jetzt vom Schattenfell eine veränderte Druidenmagie irgendwie in sich. Balance. Your very soul is tangled in shadow. Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent is now yours too. Oh. The girl must learn the ways of the arcane. But she shan't remain here. Okay, und wohin dann? Genau, wo soll sie denn hingehen? The weave knows her purpose. It will guide her plainly. Dann müsste Gale ihr die Weave beibringen. Holds a power beyond reckoning. That of the decaying forest and the seedling that bore it. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Das kann ich verstehen. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, it is fated. Okay, sobald wir rausgehen. You're making me leave. Fear not, girl. Abandon not the weave, and it shall not abandon thee. Der hat eine erstaunlich weiche Seite für so eine alte Mumie. Wenn er da sagt, dass dein Weg sicher ist, ist er es auch. You feel the grief fade
as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. It's wonderful. Thank you, Bowman, for being nice. If there are people like you around, perhaps everything will be alright. Ich gebe mir Mühe. Lazarus ermutigt Arbeiter zu mehr Webe zu lernen. Sie ging, um ihn einen Weg in die Welt zu finden. Schattenklinge, Illusionszauber zweiten Grades. Webe ein schattenartiges Kurzschwert in deiner Hand, das 2 bis 16 physischen Schaden bewirkt. Bis zur langen Rast. Konzentration. 2 bis 16 ist echt viel. Ein physischer Schaden ist ziemlich geil. Ich würde sagen, das ist was für Astarion, das Ding. Also zumindest von der Waffe her, mit Kurzschwert und so. Aber eigentlich wollte ich mit dir reden. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Nee, du bist also nicht der, mit dem ich reden wollte. If Bowman says I'll be alright, I'll be. I wish it was different. I wish Mom and Pops was here. Du warst so stark, sie wären so stolz auf dich. I don't feel so strong. Or anything, really. Just tired. Das kann ich auch verstehen. Okay, das war nicht der, mit dem ich reden wollte. Wer war denn der Ewige, für den wir das Buch geholt haben? Da habe ich es irgendwie verpeilt. Gale, kannst du ihr nicht was zum Gewebe beibringen? What can I do for you? The Weave. Absolute oder Mystra selbst? Warum kümmert sich Elminster nicht um die Absolute oder Mystra selbst? No doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. Ich glaube immer noch, dass es kein richtiger And Gott ist. I can wield it. Okay. Was geht denn bei dir so ab? Ist bei dir alles ein Buddha? Alter, sieht so blutig aus. Okay, mit dir habe ich nicht so viel zu besprechen. Was geht bei dir ab, Schattenherz? I was hoping you'd come to chat. Ja, bei dir habe ich, glaube ich, schon über das meiste geredet. Rede ich doch mal mit Karlach. Mit dir könnte ich doch eine Runde knuddeln. Nee, wer ist denn das? Hey, Soldier. Es macht mir Sorgen, was Dämon über eure Maschine gesagt hat. Wir müssen euch zurück nach Avernus bringen, sonst geht sie hoch. Ich habe eine zweite Version erhalten. Wie fühlt sich das an? Oh, hallo, also John. Brokkoli-Stampf und Kabel, die auch einen Rotbarsch gab. Hallihallo. Wer macht denn Brokkoli-Stampf? Das höre ich gerade zum allerersten Mal. Dass man das, also püriert kenne ich es vielleicht noch, aber als Stampf kenne ich es nicht. Wie fühlt sich die Verbesserung an? I got something back. Something I've wanted for a really long time. When I touched you, I felt like a real person. My heart was racing, but I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself. Ach so, mit Kartoffelstampf. Das verstehe ich. Don't have to hold back. Not sure the world's ready for unleashed Karlach, but it's getting it anyway. Thanks to Damon. Thanks to you. Ja, ich mag Karlach. Ich mag Karlach. Die ist einfach cool. Was fällt mir da neue Frage von an? Berühren. Touch everything. Touch everyone that'll let me. Shake hands. Dance a waltz. Maybe even kiss a face or two if I find a good candidate. The world's my fun house. Ooh, kiss. Kiss, kiss, kiss. Bin froh, dass ihr bekommen habt, was ihr wolltet. Me too, soldier. Gods, me too. For every knock we take, I feel like I get a little treat just to keep me going. Okay, so verstehst du mir bis jetzt gar nicht. Hat doch gesagt, dass eure Maschine auf dem Material nicht überleben kann. Was ist damit? I don't want to think about that now. Das kann ich verstehen. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll cry later, but not now.
Ja gut. Und was geht bei dir eigentlich, Will? Lange nichts gehört. Okay, bei dir kann ich nur sagen, kommt doch in die Gruppe. Ich will dich jetzt nicht in der Gruppe haben und mit dir kann ich, glaube ich, auch nicht sinnvoll reden. Bei dir war ich gerade. Okay, dann machen wir jetzt lange Rast. Was ist das für eine automatische Auswahl? Die haben mir das dreifache Auswählen von dem, was ich brauche. Hä? Weil es 26 Karotten ausgewählt hat. Oh Mann, ey. So. Gibt Karotten heute jede Menge Karotteneintopf und ein bisschen Pilze. Bisschen Rotkappe gibt's noch dazu. Vermutbar wird das Eintopf gekocht, sonst ergibt das nämlich keinen Sinn. Karottenpilzeintopf. Jetzt habe ich Hunger. Verdammt. Ich habe mir heute für heute Mittag mal Y-Food geholt, weil ich mal wissen wollte, wie das so ist. Und das werde ich dann wahrscheinlich gleich nach dem Stream zu mir führen. Mal sehen, wie das so ist. So, genau, wir wollten da rein. Also, das speichert, glaube ich, automatisch, wenn wir long resten. So, sind wir bei der Destillerie oder was? Ja, das sieht stark danach aus. Sichelmond-Aufträge. Hier sind die Lieferungen für die Sichelmond-Brennerei Lücken, das aufgehört auf den Rückseiten, sind hingegen persönliche Betrachtung des Brenners hinterlegt. Reichweite hat die Grenzenreichweite überschritten, die Zorns sind Sammler, wir wollen Geld, Ruhm, Blut und noch mehr. Ich habe jedoch das Wertvoll von allem gesammelt Wissen. Der Stelmitz erregt meine Aufmerksamkeit, gerade ist sein Schritt, sind seine Worte, solange er nicht trinkt. Doch zwei Schluck Schwarzfeuerbrand und er kennt keine Grenzen mehr. Nennt Vater einen Tyrann, Feigling und Verräter, bekniet die Mondmaid, ihn wieder rum zu bescheinen. Gefährliche Worte, ich habe Vater davon erzählt, er will den Steinmetz gewiss zum Schweigen bringen. Ein Exempel an die Statuieren, der behört dieser nicht auf, seine Ketzereien zu äußern. Ich habe Mühe, ihm nicht ins Gesicht zu lachen. Flammherrsch, meine eigenen Methoden werden gegen mich verwendet. Das Bier, das sie mir gab, war vergiftet und von meiner Hand. Mein Wahrheitsserum war viel zu wirksam. Ich habe gestanden alles. Die Vergiftung, Malus, Behandlung, Verhöre, alles. Sie will unser Komplott den Behörden in Baldur's Tor melden, sofern ich ihr nicht mehr Gold gebe, als Garingthorpe selbst aufbringen könnte, versteht sich. Vater würde meinen Kopf fordern, wenn er es wüsste, oder noch schlimmer, mich Malus schenken. Ich habe großes Glück und alle Arten von Fässern. Sie sollten genau aufpassen. Der Affner kam zu nahe, sie vergiftet den Vater Catherick, doch er zeigt keine negativen Folgen. Malus besteht auf einem Zufall. Ein Doktor mag er sein, aber ein Narr ist er auch. Vater hat erreicht, wovon ich nur träumen kann, Unsterblichkeit. Ich hatte lange meinen Verdacht, ich ahne Vaters Absichten, aber nicht seine Methoden. Okay. Drow-Toxin, Schlangenzahn-Toxin. Danke für den Hinweis. Holztruhe. Schlossen, Schloss knacken. Gib mir mal die göttliche Führung hier dafür. Let's go. Erreicht trotzdem perfekt. Über Toxin und Schlangengift, neues Gold. Besoffener Kerl. Wut des Säufers. Wenn du betrunken bist, bist du bei Angriffswürfen im Vorteil. Du erzeugst aus einer Detonation bei jedem Angriff, die 3 Meter lang 1 bis 4 Schallschaden bewirkt. Was? Zur Hölle. Hast du den Säufer unter den Tisch gesoffen? Nope, ich habe den Säufer verprügelt. Ich habe den Säufer komplett verprügelt. Ich wollte ihm vortäuschen, dass ich was trinke, und das hat nicht geklappt, obwohl ich natürlich normal gewürfelt habe und dann 3-mal Inspiration ausgegeben habe, und das hat es nicht geklappt. Und dann habe ich ihn einfach verprügelt. Weil der fand das nicht witzig, dass ich ihm das vortäusche, dass ich was trinke. Möchte ihr was Interessantes wissen? Wenn man eine Suspension aus Giftzahn mit Vitriol aus Lolth-Kerzen vermischt, jedes Vitriol ist möglich, erhält man Gift. Tropf, Tropf, Tropf. Ist Alchemie nicht zweifelsfrei? Denkt an das Gesetz der 3. Wenn mein Hals vor Schmerzen brennt, Tropf, Tropf, Tropf ist, was er denkt. Ja, es hat nicht geklappt. Die Platinschuppen haben nicht geklappt und es tut so weh.
Aha. Toxin und Schlammgift. Okay. Dolchwurz. Forschungsnotizen. Was sind denn Forschungsnotizen? Oh. Research notes. They describe a powerful venom extracted from a rare purple worm. Distiller Thisible Thorm sought to create a fatal poison using the worm's gullet. He procured several parts of a worm gullet, but rinsed one in error. The poison he brewed was noxious, but not fatal. Thisible devoted months to formulating a deadly poison with the remaining ingredients, without success. After exhaustive experimentation, he was able to make a near-deadly extract from the glands. But to complete his poison, Thisible required one last ingredient, the petals of a corpse rose. The book's index reveals corpse roses may grow near tombs, mausoleums, and particularly redolent cadavers. Thisible enlisted a courier from Baldur's Gate to obtain corpse rose petals and other ingredients and deliver them to a covert location. Unfortunately, a deep purple stain darkens the final page, obscuring the parcel's destination. Blick auf die Seite zwingen, mental die Tinte vom violetten Fleck trennen. Das geht doch irgendwie nicht gut, oder? Wollen wir jetzt Glück haben? Doch, gerade so. Genau 14. Ah, wir springen so. Separates the black from the blue, revealing the stash's location. You mark your map as a reminder. Weiß ich, wo er ist. With the corpse rose petals the package contains, you might create Thisible's purple worm poison. Aber warum sollte ich? Okay, Rezeptfrage, die Suppe als Bauchgrimmgebräu. Okay, das ist starkes Gift, aber was mache ich dann damit? Kann ich damit den Papa töten? Würde mir ja gefallen. Bin ich ehrlich. Ichor-Korrosion bewirkt der Träger Säureschaden, so wirkt er auch schädliche Dämpfe im Zielbereich. Ich glaube, bei uns macht kaum jemand Säureschaden. Aktuell. Also zumindest nicht verlässlich, wobei. Nee, das ist Giftschaden. Das ist nekrotischer Schaden? Nee. Ich habe keinen verlässlichen Säureschaden. Wie geht's dir, Jorn? Ist alles gut bei dir? Moment, die Forschungsnotizen würde ich gerne einstecken. Ist das jemand anders hier noch? Nee, ich wollte sie nicht lesen. Ach. Ich würde es aufheben. Okay. Halt, ich wollte schon da rein. Regale? Ist irgendwann wieder Teiltränke oder so? Die gab es in der Zeit echt selten. Beleben, fehlgeschlagen, beleben, fehlgeschlagen, beleben, fehlgeschlagen. Warum bin ich eigentlich Kratzer nicht mehr dabei? Muss ich doch. Ja, nur habe ich kein Überleben hier. Darf ich halt einfach trotzdem buddeln? Du hattest die. Attention. Du hattest die. Schaufel? Nicht? Doch. Anfang zu graben. Da. No use digging here. Okay, kann ich nicht einfach machen. Na gut. I was hoping you'd come to chat. Kann ich leider nicht einfach so machen. Hab einfach bei allen die Überlebensprobe verkackt. Da fällt mir dann nicht auf, was dazu. No one stopped me yet. Zu buddeln ist. So. Entschärfen. 14. Gemacht. Das heißt, wir können hier schon das Schloss knacken. Ziemlich einfaches Schloss. Das Halbling eine 1 zu würfeln ist gar nicht so easy. Weil der ja neu würfeln darf, wenn eine 1 gewürfelt wurde. Hier gibt es ein paar Zutaten, wie ich das so sehe.
Oh my. Must be what's left of that would-be extortionist. Okay. Sonst gibt's hier nix. Ja, doch, da sind noch ein paar Fässer, aber ansonsten ist hier... Ha. Huh. Da, dass man hier zwei Sachen knacken musste, war hier nicht so viel drin, sind wir ehrlich. Okay, wir haben das Gift hier drin vor allem gefunden. Das war, glaube ich, so der Hauptpunkt. Ja, und Kratzer wieder die Fährte dahin aufgenommen, weil das wissen wir ja schon. Hier, da ist der Suffkopf. Der hat seinen ganzen Tresen platt gehauen. Dafür. Was? Hab ich denn jetzt Feuerschaden hergekriegt? Okay. Das ist irgendwie nicht beigegangen. Tafel. Waning Moon Distillery. No last call until the casks are dry. Und ich habe ein Buch gefunden, wo ich nicht mehr genau weiß, wo ich zu wem ich das bringen muss. Wir haben das Buch gefunden, wir sollten es dem Gewesenen geben. Töte Orton. Reise zum Gebirgspass. Wo war denn der Gewesene? Oh fuck. Eintritt verboten. Ja, da sehe ich mich doch. Wenn irgendwo Eintritt verboten steht, dann bin ich doch da gern dabei. Moment, wo steht denn da überhaupt Eintritt verboten genau? Achso, einfach hier auf dem... Folgende Ex-Kunden sind nicht willkommen. Sie sind nicht mehr reinzulassen, auch nicht, wenn sie betteln. Vor allem nicht, wenn sie betteln. Zechpreller. Achso, jetzt ist mir hier wurscht. Das ist mir relativ egal. Hier oben ist das Gasthaus sozusagen. Geht's hier hin? Ist auch einfach der Eingang, oder? Ja. Eingang. Ist hier sonst noch was? Großes Buch der kleinen Trinkspiele. Ich wollte es eigentlich lesen. Pack deine Sachen, fang ein Gnom. Okay, das sind wirklich nur Trinkspiele. Ja. Ist jetzt nicht ganz so spannend, was hier da noch so zu finden ist. Und da hoch darf ich, glaube ich, nicht. Ne? Das ist nicht zum Laufen gedacht. Da ist noch eine Truhe, die ich nicht gelootet habe. Gehen wir doch mal dahin. Also eine von den größeren Truhen, die ich nicht gelootet habe. Jede Menge Kräuter haben sie auf jeden Fall hier zum Herstellen von Sachen. Nicht gedacht, dass ich in der Brauerei so viel Kräutersachen finde. Und so viele Alchemiezutaten. Gut, ich glaube, wir sind dann auch hier relativ durch. Alchemistischer Brauvorrat, da wollten wir noch hin. Das heißt, ein bisschen nach Norden. Raus. Komm ich denn? Da komm ich raus. Still alive, so that's progress. Huch. No time to rest. Da sind wir hergekommen. Doch, ich laufe gerade nach Noten, ist ja richtig. Irgendwo hier war doch der alchemistische Brauvorrat, oder? Nee, hier außen rum. Nee, vom Heilhaus. Das ist ja spannend. Da drin. Hallo? Ist hier genau markiert? Oder ist das oben drin?
Also da, lol, ich bin blind. Ich bin echt blind, der Erdhaufen habe ich komplett übersehen. Leichenrose, noch ein paar andere Sachen. Tee, ich sende euch die brieflich angeforderten Ingredienzien, einschließlich Purpurwurmdrüsen und sehe den Ergebnissen eurer Experimente mit Spannung entgegen. Bitte schickt mir einige Proben, dass sie vorliegen. Ich habe ein paar Kunden, die großes Interesse an den toxischen Früchten eurer Arbeit hätten. Kann ich das jetzt herstellen? Nachtlich, Wimmelpilz, Elixiere, Tränke. Suspension, Meergras-Suspension. Balsamasche. Drachen-Eipilz. Nachtlich-Essenz, Müllpilz-Essenz. Bloßheit, einfaches Gift, schlichtes Gift. Salz aus Leichenrose. Wieso kann ich Salz aus Leichenrose nicht herstellen? Ha. Huh. Alle Zutaten extrahieren. Zauberbuch Alchemie. Ich kann es aber auch nicht frei machen, also frei wählen, wie ich irgendwie Alchemie machen will. Keine Ahnung, wie ich Salze aus Leichenrose herstelle, um das Ding herzustellen. Hier. Aus Leichenrosenklumpen ersonnen vom experimentellen Geist Theobald Thorns. Wahrscheinlich werde ich dann nochmal da reingehen müssen. Oder? Hätte ich jetzt gesagt. In den Kram. Kann ich das wahrscheinlich nur dort herstellen? Die Salze aus Leichenrose. No one back home will ever believe this. No one back home will ever believe this. No, falsch. Falsch. Da lang. Wir wollen da nach hinten rein. Hallo. Muss ich jetzt nochmal lesen? You set your eyes on. Ich würde es gerne herstellen. Aber ich kann es hier nicht herstellen. Ich sehe es nicht wie. Schade. Wäre mir irgendwie zu einfach gewesen. Leere Trankflasche. Ich weiß gerade, dass da was ist, aber ich kann es nicht ausbuddeln. Soldier. Ach, ich versuch's nochmal. Für dich, Kratzer. Damit du dann happy bist. Sieh bloß immer die Schaufel nicht. No use digging here. No use digging here. Huch. Ich stehe nicht auf dem Boden. Ah, so geht's. Ah, man muss es nicht schaffen. Oh, cool. Das ist ja praktisch. Rindenhaut, einfaches Gift, Perle und noch mehr Gold. Na gut. Dann haben wir es doch gefunden. Wäre zwar schöner, wenn da eine Animation kommt, aber wir haben es gefunden. Can't give up now. So. Was ist unser nächstes Ziel? Ohne den Turm des Mondes kann die Tieflinge festgehalten werden? Oder Orton töten?
Aktuell können wir, glaube ich, Orton töten, weil wir sehr erholt sind. Wir können zumindest versuchen, Orton zu töten. Wir haben keinen Damage, wir haben alle Ressourcen, die es gibt, die wir haben könnten. Und es ist eine Klassenquest von Astarion, also why not? Sigils. Attempts to restrain Lady Shah's power, perhaps. Failed attempts. Ja, bin ich jetzt gespannt. Speichern nochmal, man weiß ja nicht. Wir versuchen mal da reinzugehen. Let's go. Befüllte Katakomben. Achso, den Segen von Lady Sharma nicht mehr, ne? Dieser Bereich mit den Knochen der Toten überfüllt. Der Zauber Tote belebt Skelett erfordert kein Skelett, um die Toten in diesem Bereich zu erwecken. Aha. Okay, wir werden also auf einen Nekromant treffen, I guess. Wenn der hier so einen Buff hat. Ich dachte, es wäre eine Tür, aber es ist gar keine Tür. Es könnte böse enden. Me, Zirel, Minthara, whoever you are, leave. I shall carry out General Form's will alone. Herold der Balthasar. Not wanted. Not needed. Leave. Oh. Du redest mit uns einfach, aber... Bones everywhere. Someone's been engaging in dark rituals here. Catherick Thorns Tagebuch Teil 3. Das Vergessen will mir in dieser endlosen Dunkelheit nicht gelingen. Balthasar ist meine eigene Quelle des geringsten Trostes. Der Gedanke, dass sie mir vielleicht zurückgegeben wird. Wenn das Vergessen scheitern kann, welche Verteidigung haben wir dann gegen den Tod? Keine, außer ihn zu beherrschen. Balthasars Worte haben sie noch nie derart viel vielversprechend angehört. My faith will guide me. Ja, Faith hier, nimm du mal auf. Catherick Thorne's ancestors desecrated and arranged into foul artworks. But why? Catherick Thorne's Vorfahren. Schriftrolle Steinwand, richtig an der Wand aus massiven nicht magischen Stein. Noise. Skelett. Urnen. Ein paar Kisten mit Klamotten drin. Und irgendwie was, wo man durchfallen kann, gefühlt. Hier, nee, das ist irgendwie ein Giftschleim, der unten drunter ist. Okay. Ja, da geht's noch weiter nach unten. Du siehst aber aus, als würde der nach unten gucken. So wie er da sitzt. Oder so gesessen hat. Ich glaube nicht, dass ein Skelett sich so halten würde. Bin ich ehrlich. Zumindest ohne magischen Einfluss. Ist das hier die Grabkammer von Catherick Thorne oder was, wo ich hier gelandet bin? That's the symbol of Merkel. Okay, das habe ich gesagt. Wow, wow, Religion erfolgreich geschafft. Das ist das Symbol von Merkul. Merkul war irgend so ein Todesgott, ne? Daran erinnere ich mich noch. Kleine Notiz schmiegt sich an den Rand eines Buchs, in dem nekromantische Riten beschrieben werden. General Thorns Befehle waren eindeutig. Um in Erfahrung zu bringen, was hinter diesem Mausoleum liegt, muss man in seine Fußspuren treten. Tat um Tat. Von Pracht zu Tragödie zu Schande, wie er einst sagte. Nimmst du mit, du hast es doch mit deinen... Mit deinen Sachen so. Da hat jemand gehupt bei mir. Irgendwelche Urnen. Sonst ist hier nichts Spannendes. Ich will jetzt nicht jede einzelne Urne durchklicken. Bücherregale vielleicht noch für Zaubersprüche. Ansonsten ist das hier eine Reisetruhe. Da sehe ich mich wiederum. Belebender Umhang. Du hast 7 Tage Trefferpunkte, nachdem du im Nahkampf Zauber gewirkt hast. Okay.
trägt wohl dann Schattenherz. Die hat noch keinen Umhang. Ja. Tada! Falls ihr mal im Nahkampf... Oh, lol. Falls ihr mal im Nahkampf Sachen... Catholic Thorns Tagebuch Teil 2. Ich wollte es lesen, Leute. Ich wollte es lesen. Melodia würde es verstehen. Würde sie mein Ziel kennen? Ach, sie hätte sich unter diesen Umständen wohl mir cool zugewandt. Unser Schatz wird wieder leben. Was wäre ich für ein Mann, würde ich nicht um ihretwillen die ganze Welt niederbrennen. Okay, er ist eigentlich gar kein Anhänger Schars mehr, er ist ein Anhänger Mercools. Was, glaube ich, noch schlimmer ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist natürlich ein bisschen eklig. Wenn Catherick Thorm ein Priester Mercools ist. Die Mercool-Priester sind die heftigen, glaube ich. Tempelkarte. Von den Proben der Schar. Das Labyrinth der verschlungenen Kammern und Gänge erstreckt sich über mehrere Ebenen. In ihrer Mitte erhebt sich eine riesige Statue der Schar. Hier und dort sind Anmerkungen in gezackter, krakeliger Handschrift Balthasars Forschungsnotizen. Intakter Flügel. Stätte der Proben. Zerstörte Flügel. Irgendeine Präsenz. Berichte von seltsamen Geräuschen. Ratten. Warum so viele verdammte Ratten? Looks like there's a temple under this place. And something deadly sealed inside it. Ja. Catholic Thorms Tagebuch Teil 1. Tagebuch, das sich über Jahre erstreckt, es beginnt mit der Geburt eines Kindes und endet in einer Reihe von Tragödien ohne Datumsangabe. Wie kann sie fort sein? Wo ist sie hin? Die Mondmaid kann nicht so gefühllos sein, so grausam, nicht ihr treuester Diener gegenüber, nicht nach Melodia. Es ergibt keinen Sinn, keinerlei Sinn. Ich werde das nicht überleben, das weiß ich. Vergessen ist die einzige Möglichkeit. Die Umarmung des Nichts, der Trost der völligen Leere. Okay, das ist wahrscheinlich, wie jetzt von Selune zu Schar gekommen ist, weil Schar ist ja die Herrin des Vergessens. Der Trost der völligen Leere. Wieso ein Mann überleben, wenn er weiß, was er weiß? Wenn er weiß, was verloren gehen kann? Schar begreift das. Ihre Gnade ist das Einzige, was sie begreifen kann. Mein Verstand ist voller Löcher. Doch sind es nicht genug. Die Leere, die Zeit, das Nichts. Und doch erinnere mich noch an alles. In diesem pochenden Herzen gibt es keine Gnade. Es gibt ihm im ganzen Leben keine Gnade. A long way to go still. Okay. These things have stayed interesting. Tafel. Lesen wir doch mal die Tafel hier vorne. Here lies Melodia Thorm. Okay. Beloved wife and mother. E Amiel Tellere Manon here. Das ist also... Die Frau von Catherick Thorne. Okay. Das ist natürlich was ganz anderes. Hey, wo rennst du hin? Gibt's noch was zu buddeln? Okay, danke, Kratzer. Schriftrolle, mächtige Unsichtbarkeit. Lass einen kritischen Angriff gegen sie im Nachteil, ihre eigenen Angriffe sind im Vorteil. Okay, cool. Danke. Danke, 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 Kratzer. Sehr liebes Hündchen. Dass hier Kerzen brennt, verwirrt mich ein bisschen. Gut, dass ihr alle drei gleichzeitig redet. Also mein Hauptcharakter und noch zwei weitere. Wir entschärfen erstmal hier Platten. Da entschärfen wir auch nochmal eine Runde. Damit wir hier schön entspannt laufen können. Step carefully. Oh lol, bin ich fast drüber gelaufen. Aber die sind ausgeschaltet, die Traps. Kann das sein? Ja, die da sind nämlich ausgeschaltet aus irgendeinem Grund. Die sind nämlich mitten drauf gerannt. Aber dann sind meine auch ausgeschaltet gewesen. Bin ich nämlich auch mitten drauf gerannt.
echt ein bisschen viele, weil man vor allem mal würfeln muss dafür. Hier sind nochmal Platten, ja. Und Schärfen. Oh shit. Ich habe Entschärfung verkackt. Ja, das ist aber entspannt. Steht gut. Trifft mich nicht. Oh, scheiße. Ich habe nochmal verkackt. Ich will das blöde Ding entschärfen. Jetzt geht auch. Das auch noch entschärfen. Ich vermute, ihr könnt gleich zum Kampf kommen, deswegen entschärfen wir alles. Damit hier nichts kratzer hat, eine Fährte, sehr schön. Weil der hat hier einen Knopf. Habe ich schon gesehen. Entschärfen. Oh, ich stehe jetzt schön da vorne. Be careful. There are traps. Wir entschärfen hier alles zu Ende. Das sieht aus wie Catherine vor mir oben, wa? Wahrscheinlich. Gerade so, ey. In drei Gewürfen trotzdem geschafft. Best avoid that trap. Es scheinen aber gar keine Auslöser so richtig zu sein. Step hier gibt's wieder Auslöser. There's a trap. Bam. Das dauert halt einen Moment, ne? Mal ehrlich. Ich wollte... Hast du dich draufgestellt? Das ist aber richtig smart beim Fall entschärfen. Sich genau drauf zu stellen. So, dann sind wir glaube ich einmal komplett rum und haben alle Fallen entschärft. Wir Archäologen, ey. Der da fehlt noch der Kopf. Okay. Wir haben wirklich alle Fallen entschärft. Bevor wir das nochmal machen, speichern wir. Whoever that elf is, he's got an army of Shah worshippers at his command. Das ist aktiviert, aber passiert nichts. Might not be the time. Ups. Yes. Mit dir wollte ich nicht reden. Kann ich da durchhüpfen? Nee. Irgendwas raff ich hier nicht. What am I to do? No use. Not right now at least. Okay, es ist aktiviert, aber. These boots have seen everything. Oh, Moment mal, da hinten leuchtet jetzt irgendwas. Ich sehe das so. In die Richtung. Ist doch jetzt neu, dass es hier leuchtet, oder? Katze. Bellt nur was vor sich hin? Ich irritiere, dass die Sachen auf der Map eingetragen sind. Bin ich ehrlich? Achso, da. Nee, mich irritiert doch nicht mehr, dass die Sachen auf der Map eingetragen sind. Ich denke, hier oben geht's noch weiter. Und da, oh, da ist ja auch noch ein Raum. Boah, what? Wo ist denn da ein Raum? Das ist immer aufgemacht, aber... Kerzen? Jetzt bin ich aber hart irritiert. Hier gibt's auf jeden Fall noch Geheimnisse, die ich nicht verstehe. Gibt's auf jeden Fall noch Geheimnisse, die ich nicht verstehe. Kratzer macht wow wow. Keine Buttons. Wieso habe ich jetzt hier unten was aktiviert? Was mir nichts bringt. Es leuchtet halt der fucking General.
Kratzer gibt hier noch Sachen an. Can't afford to stay idle. That elf is leading an army of dark justiciers. Who is he? Tja. Let's go in. Tja. Nothing but dirt. Hier wäre irgendwie Quatsch, wenn hier was verbuddelt wäre. No use digging here. Ich verstehe es nicht. Never wanted the easy path. Wenn ihr aber nicht hier alle Kerzen aus. Moment mal. Hallo? That bright tower. It's moonrise. Or it used to be. Looks like that elf lost someone dear to him. Okay, das ist wahrscheinlich wirklich Catholic Thorn. Die falsche Aktivierung, I guess. Das darf ich nicht aktivieren. Ich darf nur die guten Sachen aktivieren. Die guten Erinnerungen. Wie Mondaufgang früher war. Wie er die dunklen Justiziare angeführt hat. Nicht den Verlust. Ist noch andere Gemälde hier drin. Die ich anbatschen kann. Keine gesehen mehr sonst, glaube ich. Nö, sehe keinen. Also hier nicht. Irgendwo anders? Müsste ja in den Wänden sein, logischerweise. Nee, das ist einfach nur ein Eingangsbereich. Wenn der aus irgendeinem Grund Feuer brennt. Hm. Sieht auch nicht aus nach Bildern. Du. Das habe ich ausgebuddelt. Keine Bilder an der Wand zum Knöpfe drücken. Verstehe es nicht ganz. What? Was geht denn jetzt hier ab? Wieso ist hier Dunkelheit? Sussun Elg Oloth. Here lies Isabel Thorm. Isabel. That's the name of the cleric at Last Light Inn, right? Stimmt. Wait. Can she possibly be Catherick's daughter? Und vor allen Dingen, warum hat sie einen fucking Sarg, wenn sie noch nicht tot ist? Wait a second. Dich will ich jetzt nicht aktivieren eigentlich. Ist jetzt einfach der Dunkelheit, ne? That's not going to work. Ich weiß, dass hier was ist, Kratzer, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Müssen wir warten, bis die Dunkelheit so schlimm ist, bevor wir... Da-da-da-da, wenn ich jetzt da drauf drücke? Alles ist böse, alles ist schlimm. Aber die Dunkelheit... Woher kommt die Dunkelheit jetzt plötzlich? Aber sie ist einfach wieder da, sie bleibt doch jetzt da. Als ich einmal verkackt habe? Ja? Das ist irgendwie an der falschen Stelle am Leuchten. Naja. Ich habe aber auch nur die drei Gemälde. Ich habe nichts anderes. Vielleicht nur die Trauer aktivieren? Kummer? Türme von Mondaufgang. General. Oh.
mit dem Kummer anfange, ist es richtig anscheinend. Und dann das und dann die Türme von Monokon, weil er da jetzt ist, weil er zuletzt war. Dann die Dunkle Justiziare aus Kummer angeführt und ist jetzt. Nee. Okay, es gibt eine richtige Reihenfolge. Mondaufgang. Kummer. Anführen. Ich hätte gesagt, mit Kummer endet alles, aber. Jo. Okay. Mondaufgang, Kummer anführen. Also ist ja klar, so erst am Ende zu den Schar übergelaufen, nachdem er vom Schicksal getroffen wurde, sage ich mal. That disc must be the way forward. Where will it bring us, though? Ich vermute zu einem Schar-Tempel. Zu dem Schar-Tempel, den wir schon vor Ewigkeiten gesehen haben. Kommt alle zusammen. Traversal Edelstein. Drei neue Journaleinträge verfügbar, alles klar. Ja, das sieht sehr nach dem Tempel aus, den wir schon mal gesehen haben. Im Kapitel 1. Proben der Schar. Jeden verfluchten Stein umdrehen. Kalach ist inspiriert. Shower and structure going by the design. Ja, von Chariten errichtet. Wir gehen erstmal nicht direkt den offensichtlichen Weg, sondern gucken uns erstmal kurz um. Was gibt's denn hier noch so? Okay, nicht so viel Spannendes. Abgebrochene Treppen. Der ist da auch abgebrochen. Und lila Feuer. Ich würde sagen, das ist aber ein guter Punkt, um zu speichern und dann das nächste Mal weiterzumachen. Wir genießen das hier schön langsam. Ganz entspannt, schön langsam, Schritt für Schritt.